Gut, jetzt würde mir ganz kurz noch, das soll kein Co-Referat sein, so gestern einige Impulse geben im Hinblick auf Unterricht. Sie werden auch sehen, manche Begriffe wiederholen sich. Ähnliche Gedankengänge natürlich zur Frage Gottesglaube, Atheismus. Gut. Das sind nur einige Schlaglichter, wir können die auch nicht ganz in extenso diskutieren jetzt. Deutlicher Unterschied besteht darin, dass es jetzt versucht wird, den Horizont der Schüler in Bezug auf Gottesfrage zu stellen. Also das wäre die Gliederung ganz kurz, Religion heute, Blick auf den Lehrplan, Gott im Lebenshorizont der Schüler, Möglichkeiten mit Jugendlichen von Gott zu sprechen, jüdisch-christliches Gottesverständnis wird nicht in extenso behandelt werden können, dann Hinweis ganz kurz auf die beiden Problembereiche, die der Herr Gorbauch dann vorstellen wird, die Theodizee-Frage der dreieinige Gott. Ja, das sind so ganz kurz im Überblick. Jetzt, da brauchen wir gar nicht zum ersten Punkt Religion heute. Das Problem der Gotteskrise, sehen Sie, das hat ja auch der Kirchner gestern schon referiert, Abwesenheit Gottes, da muss man jetzt nichts sagen dazu. Das wäre mehr oder weniger eine Doppelung. Das Phänomen Religion für Schüler zeigt sich heute in, glaube ich, in der Spannung zwischen dem Phänomen eines neuen Atheismus. Sie kennen diese ganze Diskussion Dawkins-Hitchens, wobei wir bei dieser Tagung diese Problematik des neuen Atheismus ausgeklammert haben. Da gab es schon viele Tagungen. Sie finden auch Materialien bereits, wo das zum Teil integriert ist. Dann haben Sie bei vielen Schülern relativ diffuse Vorstellungen von Gott. Also kommen wir gleich dazu. Und der dritte Punkt wäre eigentlich, das wurde auch gestern schon angesprochen, eine Gleichgültigkeit gegenüber der Gottesfrage. Also das Gottesthema ist einfach nicht mehr im Horizont der Schüler drin. Und ich glaube, in dieser Spannung kann man sagen, spielt sich heute die Frage der Religion ab. Natürlich ist nicht vergessen, dass es auch Schüler gibt, die weiterhin ein traditionell kirchlich geprägtes Gottesbild haben, ja? Und auch kirchlich engagiert sind. Die Gruppe darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, in diesen Spannungsbereichen, Überschneidungsbereichen, diffusen Bereichen, situiert sich sowas wie die Gottesfrage an. Für viele Schüler besteht die Frage nach Gott nicht mehr so sehr darin, wer ist denn der christliche Gott, der jüdisch-christliche Gott, sondern sie gehen davon aus, dass mein Subjekt, dass ich selbst der bin, der Religion bestimmt. Also die Subjektivität und entscheidend die Erfahrung, die ich damit mache. Also das Erfahrungskriterium, meine Subjektivität, die steht im Mittelpunkt. Und dann kommt es eben zu solchen Wellness-Religionen, würde man mal sagen. Unglaublich viele Erfahrungen, vielgestaltig, das haben Sie auch schon gehört, ein Allerweltssynkretismus. Man mischt sich aus verschiedenen Religionen, so ein Cocktail, Religionscocktail. Religion kann man auf alles beziehen. Also der Religionsbegriff ist so diffus geworden, dass man Religion, wenn man langsam und bedächtig eine Tasse hebt, ist das bereits Religion. Ja. Entscheidend ist aber bei diesem diffusen Religionsbegriff, dass irgendwie kein Wahrheitsanspruch mehr dahinter steht. Ja. Und keine allgemeine Bestimmung von Religion. Also alles kann gelten. Und das haben sie oft bei Schülern, die sagen, ja, wenn der das so sieht, dann auch, ja, das ist für den Religion, wenn der das, der empfindet das so, warum sagen sie denn da was, müssen sie doch akzeptieren, ja. So sehen sie, die Subjektivität wird zur Norm gemacht. Und da liegt das Problem, es gibt kein allgemeingültiges Kriterium mehr für Bestimmung von Religion, so diffuses, gepaart natürlich mit so Wellness, Entspannung, ja, immer wieder das Subjekt als letzte Norm. Ich finde, so kann man das zusammenfassen, dieses Diffuse. Es gab ja gestern der Herr Kirchner auch schon gesagt, Religion ja, Gott nein. Ja? Also was hier ausfällt, ist natürlich auch der Glaube an einen persönlichen Gott. So stellt sich in meinen Augen die Problematik der Religion, der Gottesfrage bei vielen Schülern dar. So, jetzt schauen wir mal kurz auf den Lehrplan, was da eigentlich gedacht ist. Gut, jetzt bin ich an der Reihe. Was soll ich sagen? Ich kann Ihnen erzählen, wie die Entwicklung des Lehrplans gelaufen ist.
Da ist es nämlich merkwürdigerweise so, dass wir zuerst den Neigungsplan gemacht haben. Wenn Sie sich den mal anschauen, leuchtet Ihnen das dann auch ein. Der ist noch so gearbeitet, dass eigentlich ein Element ans andere angehängt ist. Und zum Schluss, wo man das Gefühl hatte, jetzt sind es aber schon reichlich Sachen, das kann man eigentlich in einem halben Jahr gar nicht machen. Haben wir noch ein paar schweren Herzens mit einem W vorne dran gekennzeichnet. Also die muss man dann nicht unbedingt erledigen. Ja, und dann war der erste Reflexionsprozess der Übergang zum Grundkurs Lehrplan, der ja später gemacht worden ist, also zum zweistündigen Fach. Man kann jetzt diesen Grundkurs Lehrplan in dieser Weise anordnen. Da haben Sie im Zentrum dieses Kernmodul, das in jedem Fall gemacht werden muss, und drumherum so Wahlmöglichkeiten. Man hat also jetzt versucht, die Sache wirklich ein bisschen zu entspannen. Das, was da im Kern übrig ist, Sie sehen es, der oberste Stichwort ist das, was Herr Rieder gerade eben ausgeführt hat, wie ist das gegenwärtig mit der Gottesfrage, dann die jüdisch-christliche Tradition, dann hat man die Projektionstheorie als also den philosophischen Ansatzpunkt. Und dann Konsequenzen fürs Leben der Christen müsste man eigentlich in jedem zweistündigen Fach hinkriegen können. Und dann war es eben so gedacht, diese Wahlmodule sind sowas wie Vertiefungsmöglichkeiten. Ja? Klar ist, Gott denken, das knüpft an diese Feuerbach-Geschichte an. Dann solche Dinge wie Mystik, die knüpfen an die Spiritualität der Christen an. Spuren von Gott im Alltag, das ist das erste Stichwort, so kann man da Bezüge herstellen. Nicht? Sie können, deswegen habe ich es Ihnen eigentlich mitgebracht, auch sehen, wie ich dann vorgegangen bin, um das Interesse der Schüler zu heben, haben Sie vielleicht auch schon öfters gemacht. Diese Kreuzchen, die da an den einzelnen Kästen stehen und die Zahlen, das sind also Aktivitäten der Schüler gewesen. Die durften bei den Wahlmodulen dann mal selber sagen, was würde mich interessieren und was nicht. Und das Ergebnis, klar, das war das Uhland-Gymnasium, aber ich denke, völlig unrepräsentativ ist das auch nicht. Interessant sind eben natürlich Theodizee und ist Gott in den Religionen. Das, glaube ich, würde überall so rauskommen, während da das Entwicklungsstufen des Glaubens einfach ein bisschen rausfällt. Gut, das war diese Konzeption. Und damit sind wir eigentlich bei dem Stand, bei dem wir waren, als wir den Lehrplan gemacht haben. Jetzt gibt es seither ein ziemlich bedeutendes Stichwort, Kompetenzorientierung. Das ist aufgekommen, als wir den Lehrplan fertig hatten. So muss man das schon sagen. Und deswegen ist das jetzt eine Sache, eine neue Reflexionsstufe, mit der man an diesen Lehrplan rangehen kann. Und natürlich wird man feststellen, es gibt in allerhand Anknüpfungsmöglichkeiten. Es ist ja immer so, wenn solche neuen Stichwörter erfunden werden, es ist keineswegs so, dass jetzt alles anders wird und noch nicht mal, und noch viel weniger so, dass jetzt alles besser wird. Aber es wird nur ein neuer Gesichtspunkt gefunden, unter dem das, was bekannt war, was man immer gemacht hat, jetzt eben mal geprüft wird. Und das ist bei Kompetenz sicher sinnvoller. Ein Stichwort dabei ist das aufbauende Lernen. Also man möchte, damit es nachhaltig wird, hinkriegen, dass die Schüler immer mal wieder mit bestimmten Gegenständen in Berührung kommen. Das ist ein Gesichtspunkt, den hat man dann mal an den Lehrplan rangetragen. Da hat man gemerkt, okay, manchmal bestehen da tatsächlich Bezüge, also zum Beispiel Gott in den Religionen. Da können Sie natürlich an alles, was Sie in der Mittelstufe und teilweise Unterstufe gemacht haben, anknüpfen. Auch mit Gottes Erfahrung der biblischen Tradition werden Sie immer mal wieder gemacht haben. Das ist aber noch mehr oder weniger zufällig. Also da wird die Aufgabe des neuen Lehrplans sein, da mal ein bisschen so die Stufen sozusagen sich anzugucken. Was machen wir in der Gottesfrage am Ende von 6, am Ende von 8, am Ende von 10? Und was wollen wir dann für die Oberstufe haben? Aber Sie können es unter dem Gesichtspunkt sicher schon anschauen. Das ist das mit Nachhaltigkeit, Wiederholungsschleifen und so etwas. Ein zweiter wichtiger Punkt ist ja sicher, dass man versucht, mit dem Kompetenzbegriff auch an die Realität der Schüler ranzukommen. Nun würde ich schon vehement behaupten, wir haben damals keineswegs
einen theologischen Extrakt an die Schüler hinbringen wollen, ohne Rücksicht auf deren Befindlichkeit und Fragen. Deswegen, was jetzt so unter dem Stichwort Anforderungssituation zum Beispiel gehandelt wird, ja, wie kann ich, was ich den Schülern vermitteln bringen, will in ihrem Leben unterbringen, das steckt hier auch schon drin. Und ist natürlich, also zum Beispiel bei Gott in den Religionen ganz klar, wieder der Dialog mit den muslimischen Mitschülern. Bei der Theodizee-Frage ist es auch ganz klar, wo man da Anknüpfungssituationen herkriegen kann, lässt sich eigentlich bei allen machen. Und so ist das meine Position. Ja, man kann diese Kompetenzorientierung durchaus an diesen Lehrplan anlegen. Man darf aber nicht erwarten, dass er unter dem Gesichtspunkt geschrieben worden ist. So ist es einfach nicht. Und da wird der nächste dann 2015, 2016 kommen und man wird sehen, wie der dann gebaut ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Jetzt vielleicht die Gottesfrage. Vorher war das allgemein Religion heute, wie sich die Gottesfrage ansiedelt bei Schülern. Es sind so ein paar einige Aspekte, wo ich glaube, dass die Schüler in diesem Horizont tatsächlich auch in Bezug auf die Gottesfrage denken. Sie haben alle bringen ein gewisses Gottesbild mit, auch die, die jetzt von zu Hause nicht religiös erzogen worden sind. Ja, das kann man Erfahrungen machen, auch die nicht glauben, haben ein gewisses Gottesbild. Allerdings ist dieses Gottesbild geprägt heute von naturwissenschaftlichem Wirklichkeitsverständnis der Schüler. Deswegen haben sie die ewig leidige Frage, nicht nur bei Schülern, sondern bei Erwachsenen, das kann man nicht beweisen. Ja? Immer wieder die Frage nach der Beweisbarkeit dessen, was man glaubt. Alles nicht Unsinn, unter uns gesagt, so zu argumentieren, aber die Schüler bringen das Argument, das müssen wir darauf eingehen. Ja? Also Vernunft, wenn man das jetzt philosophisch sagen wird, wird auf Objektivität und Berechenbarkeit eingegrenzt und es ist nur von Bedeutung, was nachprüfbar ist. Ja, das kommt dann immer wieder. Theoretisch gestehen die Schüler auch andere Ansätze zu, aber wenn man dann so ad hoc argumentiert, kommt dann doch immer das Beweisargument. Ja. Deswegen kommt Gott, weil er nicht zu beweisen ist, eben nicht so im Lebenshorizont der Schüler vor. Aus einer geschlossenen Kausalität bleibt Gott verbannt. Dann zweiter Aspekt, oder ein anderer Aspekt ist eben der Aspekt der diese Abwesenheit Gottes. Also ich erinnere mich ewig an einen Schüler, der sagt, immer so locker drin im Unterricht gelehnt, das ist mir schon öfters passiert, ja Herr Rieder, sagen Sie denn mal, wo ist denn Gott? Ja, wo ist denn Gott? Ich merke nichts davon. Ja? Das haben Schüler schon öfters gesagt. Müht man sich ab mit Texten, ja, Rieder, wo ist denn Gott? Ja? Die Erfahrung der Abwesenheit. Gott ist nicht da, er ist nicht da wie ein Gegenstand, er ist nicht anwesend. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit natürlich, dieses Gottesthema in den Erfahrungshorizont der heutigen Schüler in irgendeiner Weise zu übersetzen. Und das ist halt der schwere Weg des Religionsunterrichtes, dass man diese Annäherung an die Gottesfrage im Horizont der Schüler. Und dann das große Problem, das ist mir ein Riesenproblem, muss ich sagen, das Problem der Indifferenz gegenüber der Frage nach Gott. Immerhin ist das schon mal im Lehrplan. Sie haben das gestern gesagt, Herr Gauss, und das ist tatsächlich kein theoretisches Problem nur, sondern das ist ein praktisches Problem. Wenn Menschen gar nicht mehr die Frage nach Gott stellen, dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich diesen Horizont aufbrechen? Verstehen Sie, was kann ich dagegen tun? Und da fällt ja an die Kategorien, dass die Gottesfrage wieder ins Leben einzubringen. Der Herr Kirchner hat gestern gesagt, man müsste von Gott her denken. Gott will das Heil des Menschen, er geht auf alle zu, also müssten die auch ansprechbar sein. Ja, also wenn Gott das will, dann muss es irgendwo Gelegenheit geben, tatsächlich Gott wieder den Schülern mit Gott ins Gespräch zu bringen. Trotzdem halte ich das für die größte Herausforderung, die Indifferenz in unserer westlichen Gesellschaft. Ja, es gibt natürlich dann viele Theorien, das sei nur im Westen so, nur in der ehemaligen DDR und nur in Amerika, Latein wächst der Glaube. Bei kirchlichen Vertretern finden Sie das ganz arg. Ja, lesen Sie. Wird zugegeben, die Säkularisierungstheorie-These, Indifferenz-These, aber dann kommt sofort Aber. Ja, gut, da kann man drüber streiten, klar. Aber ich erfahre, viele Menschen
bin nicht gerade im religiösen Milieu, kirchlichen Milieu, dass viele einfach mit der Gottesfrage nichts anfangen können. Das versuche ich auch zunächst mal nicht zu verdrängen. Und das brauchen wir jetzt nicht zu machen, der Tiefensee, das ist der einzige, finde ich, der Tiefensee aus dem Osten, der in Erfurt Professor ist, der dieses Problem wirklich mal artikuliert hat, auf den Begriff gebracht hat, mit seiner These vom Homo a religiosus. Ja. Da waren wir mit Referendaren dort bei ihm, hat er erschütternde Beispiele erzählt aus dem Osten. Ja. Zum Beispiel viele Leute im Markt, das habe ich gestern in der Gruppe erzählt, die auf dem Markt in Erfurt stehen, vor dem Dom, Zeferinskirche, und dann geht er mal runter zu den Leuten und sagt, ja, waren Sie denn schon mal, Sie verkaufen da die Sachen schon 2-3 Jahre lang, waren Sie denn schon jemals oben in der Kirche, haben Sie sich den Dom angeschaut? Nö, warum denn? Das ist ein Beispiel, das man noch in Erinnerung ist. Gut, dann, Schüler haben ein Gottesbild, nur ist dieses Gottesbild bei vielen deistisch geprägt. Also religionspädagogische Untersuchungen bestätigen die These, das gibt es ja auch auf keine explizite Bestreitung mehr von Gott, aber auch nicht das Hoffen auf ein Eingreifen Gottes. Er hat im Grunde mit meinem Leben nichts zu tun. Also der Uhrmacher Gott, er stellt die Welt her, typisch theistisches Gottesbild, und jetzt spielt er keine Rolle mehr. Deswegen haben sie ja so diese harten Atheisten unter den Schülern, können sie lang suchen. Als ich anfing, erinnere ich mich noch gut, das hängt da vielleicht auch im Alter zusammen, dass ich jetzt mehr weniger merken kann, aber da habe ich heiße Diskussionen gehabt mit Schülern über die Existenz Gottes, heiße Diskussionen. Ja? Diese Diskussionen, die fehlen mir in der letzten Zeit. Bis ich sage, ja, kann es schon sein, ja, es gibt Gott und so, ich spüre aber nichts. Und also so denkerische Auseinandersetzung und denkerische Bestreitung Gottes gibt es nicht so oft. Die sagen, ja, es kann Gott geben, klar. Aber er hat nichts mit meinem Leben zu tun. Also dieses deistisch geprägte Gottesbild. Und all das zusammen ist natürlich sehr schwer mit den traditionellen Aussagen über Gott vereinbar. Trotzdem meine ich, Religionsunterricht kommt nicht umhin, an der Vernünftigkeit und Verstehbarkeit des Gottesglaubens festzuhalten, um eben diesen Irrationalismen, wie wir sie jetzt vorher kurz angesprochen haben, keinen Raum zu geben. Also Religion wird zwar als Privatsache angesehen, orientiert an der subjektiven Lebenserfahrung, die auch normativ ist. Ich entscheide, was ich glaube, und man lässt sich dann nicht mehr auf eine Lehre oder vorgegebenes Gottesbild ein. Wenn Sie so wollen, die Subjektivität wird normativ gesetzt, und dieses Moment, das von außen kommt, die Objektivität, die geht ein bisschen verloren in der ganzen Gottesfrage. Und ich meine, daran muss man festhalten, um überhaupt rational über Gottesfrage sprechen zu können. Ja? Wenn einer nur, gut, das können wir dann in der Gruppe dann auch machen, sage ich das, subjektive Erfahrungen als letzte Erfahrung hinstellt, ja, was will ich denn sagen? Drauf, ja? Klar. Und deswegen ist so eine rationale rationale Auseinandersetzung und rationale Verstehbarkeit in der Gottesfrage unaufgebbar. Also man darf nicht nur im Unterricht rein subjektiven Zeugnissen Raum geben, ein subjektives Zeugnis nach dem anderen. Das, glaube ich, geht nicht. Wie kommt man jetzt an die Schüler ran? Oder wie kann man die Gottesfrage in den Horizont der Schüler bringen? Also ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass man existenzielle Grundsituationen als Zugang zum Gottesglauben ausmachen muss und darum kämpfen muss und die aufschließen muss. Wenn man nicht vom biblischen Gottesbild gleich kommt, ja, das geht natürlich auch, klar. Das ist so ist der biblische Gott, das ist auch ein Ansatz. Und da gibt es jetzt verschiedene Zugänge. Ja, und in der Gruppe sind so jetzt bei mir in der Gruppe so ein paar Zugänge, habe ich da versucht herauszufinden. Das ist die traditionelle Sinnfrage. Die taucht nicht mehr so viel. Jedenfalls war das Thema der 70er, 80er Jahre Sinnfrage, wird aber heute immer noch in der Literatur als der Zugang zur Gottesfrage. Dann, das ist dann das Problem der Vergänglichkeit. Also wir können es nicht ausführen. Also alles vergeht. Wie kann ich ertragen, dass die schönen Augenblicke des Lebens vergehen? Grundproblem. Dann über das Vertrauensproblematik, ich erfahre angenommen sein. Und über das Problem Leid und Tod ist auch ein Zugang möglich.
Also wenn Sie wollen, zusammengefasst, ist dies der Ansatz, der katholische Ansatz bei der natürlichen Theologie, um das jetzt in theologische Kategorie einzuordnen. Und man kann nicht ganz diesen Ansatz, glaube ich, verabschieden. Ja? So schwer das ist, über die einzelnen Phänomene jetzt einen Zugang zur Gottesfrage. Entscheidend ist eben hier, dass Sie tatsächlich über so Erfahrungen allgemein mit den Schülern reden können. Die Erfahrung machen alle, da kann man vernünftig einen Diskurs pflegen über die Erfahrung, so schwer das ist. Also wenn Sie wollen, es stehen sich zwei Zugänge gegenüber. Das ist zunächst mal ein theoretischer Zugang. Also neue Gottesbeweise, Stichwort neue Gottesbeweise oder Gottesbeweise allgemein, so wie er, der Herr Kirschner gestern vom Begriff Gottes ausgehend, also rein denkerisch. Das ist sehr schwer für Schüler, ja, weil sie sich auf den Denkprozess einlassen oder eben dieser erfahrungsorientierte Zugang mit einzelnen Schülererfahrungen, Lebenserfahrungen allgemein. Ja. Die Schüler können durchaus über Erfahrungen reflektieren, die sie nicht selbst gemacht haben. Das gibt es ja auch, ja. Also Sterben, Tod haben die Schüler selbst keine Erfahrung gemacht, aber sie können darüber reflektieren. Ja. Man muss nicht jede Erfahrung gemacht haben, um darüber sprechen zu können. Ja. Aber die Erfahrungen sind eben sprachfähig. Und jetzt das große Problem, das war ganz kurz, das jüdisch-christliche Gottesverständnis muss man natürlich immer wieder in den Unterricht einbringen. Das geht natürlich gar nicht, dass man die ganze Zugang zur Gottesfrage über die Schrift erschließt oder dass man auch diesen Zugang ganz erschließen kann. Der Reichtum des biblischen Gottesbildes ist so groß, dass man da nur partiell tatsächlich im Unterricht denn einbringen kann. Aber interessant ist auch hier, glaube ich, wenn man die biblischen Gottesrede sieht, dass Gott einfach nicht so anwesend ist, wie man das glaubt. Da handelt Gott, sondern er ist auch immer wieder der sich entzieht. Also das Problem der An- und Abwesenheit, der Präsenz und Entzug kennzeichnet auch das biblische Gottesbild. Das ist ein Grundzug des biblischen Gottesbildes. Also wenn Sie wollen, man kann eigentlich nur dialektisch von Gott reden, auch im Unterricht nah und fern, ewig und geschichtlich. Und deswegen ist auch nicht diese Eindeutigkeit, die Eindeutigkeit, die Schüler erfordern, kann gerade da nicht eingelöst werden. Zum Beispiel ein Aspekt, dass man im Alten Testament immer mehr in den letzten Jahren das Dunkle des Gottesbildes im AT zur Sprache kommt. Also die ganze Diskussion brauchen wir jetzt nicht zu eröffnen. Gott und Gewalt, ein gewalttätiger Gott im Alten Testament. Das sind die Diskussionen, die jetzt in den letzten Jahren geführt wird. Zum Teil in Unterrichtsmaterialien eingegangen ist, aber ganz wenig gibt es da an Unterrichtsmaterialien. Gott erscheint auch in der Bibel als der Fremde, der Andere und eben nicht nur als der liebe Gott. Ja? Und gleichzeitig Gott als Person. Da hatten wir aber ausgemacht, dass ich eine kleine Gegendarstellung einbringen kann. Also bei den dunklen Seiten Gottes kann man so sagen, ja, und sagen, wir stehen davor und müssen das einfach zur Kenntnis nehmen. Und Gott ist nicht nur der Liebe. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine Entwicklung im Gottesbild des Alten Testaments und der beiden Testamente insgesamt. Und der Gott, etwa des Buches Jona, der eben den Jona zu den schlimmsten Feinden der Israeliten, den Assyrern nach Nineveh schickt, dass er die bekehren soll, damit die nicht untergehen. Und der Jona sagt, wieso soll ich denn das? Diese Schweine, denen geschieht es doch recht, dass die jetzt mal ordentlich eins aufs Dach kriegen. Und er wird jetzt bekehrt, dass Gott auch die Nineviten liebt. Das ist natürlich was völlig anderes als der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und wo man sich zunächst mal freut, dass die Ägypter besiegt werden. Ja. Das ist, denke ich, ein notwendiger Reflexionsprozess. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine dunkle Seite Gottes, dass die Ägypter da umgebracht worden sind, sondern ich würde mit dieser jüdischen Sage, die Sie vielleicht kennen, dass die Engel anfangen, ein Jubellied im Himmel zu singen, als die Ägypter besiegt sind, dass Gott ihnen dieses Jubellied verbietet und sagt, Menschen von mir geschaffen gehen unter im Meer und ihr wollt jauchzen. Da sieht man also, dass auch innerhalb des Judentums dieser Reflexionsprozess weitergeht und dass das Gottesbild eben nicht alle Elemente des Gottesbildes im Alten Testament
in gleicher Dignität und Verbindlichkeit zu sehen sind, sondern dass man da die Entwicklung beachten muss. Entschuldigung, dass ich mich reingedrängelt habe. Ja, hast du gesagt, ja, habe ich wieder vergessen. Das noch zu dem Gottesbild. Also es innerhalb dieses diffusen Gottesbildes ist ja oft die Frage, kann man Gott noch als Person denken, so ein diffuses Etwas, wohlfühlt Gott. Gottesbild. Und ich glaube, in einer biblischen Tradition müsste man daran festhalten, dass Gott als Person analog menschlicher Personalität gedacht wird, natürlich im Bewusstsein, dass unser Personenbegriff, den Personenbegriff Gottes nicht trifft, aber unterpersonal lässt sich halt nach dem biblischen Gottesverständnis Gott nicht denken. Also man muss diesen personalen Aspekt, glaube ich, auch immer wieder im Unterricht einbringen. So schwer das ist natürlich, in der Trinitätslehre hat man ja das Problem dann als Lehrer. Gut, und jetzt kommen die zwei letzten Aspekte noch. Aber die machen wir dann. Da bin ich jetzt wieder dran. Ich mache es aber wirklich ganz kurz, weil warum soll ich jetzt das vorwegnehmen, was ich Ihnen nachher sowieso vorführe? Theodizee brauche ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Fels des Atheismus, Büchner kennen Sie alle. Sie kennen den Epikur mit der Güte und der Allmacht Gottes. Und entweder ist er eben gut und ohnmächtig oder er ist allmächtig und böse. Was anderes kann eigentlich nicht sein und deswegen gibt es keinen Gott. Das ist sicher ein zentrales Problem. Ich kann jetzt gleich sagen, die Lösung dafür habe ich nicht und die gibt es, glaube ich, auch nicht. Und es wird leicht zynisch, wenn man versucht, da dann irgendwelche harmonistischen Überlegungen anzustellen, die eben dann rechtfertigen, dass es alles Mögliche gegeben hat und gibt. Gut, das ist, was zur Theodizee gesagt werden kann. Das nächste ist die Trinität. Da will ich Ihnen vielleicht was von mir selber sagen. Manche von Ihnen waren vielleicht auf der Tagung, wo es um den dreieinen Gott ging in Untermarchtal vor 5 Jahren ungefähr. Das war für mich selber tatsächlich ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Ich habe zu denen, glaube ich, gehört, die relativ wenig das im Unterricht behandelt haben und fand erstmal die Gottesfrage machen, das ist das Wichtigste und die Trinität, naja, das kommt dann. Ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Sache und unterscheidet oder gibt die Möglichkeit von Gott in einer sinnvollen und eben nicht gewaltmäßigen Weise zu sprechen, wenn man Gott von vornherein trinitarisch denkt. Gut, das werden wir hoffentlich nachher ein bisschen näher beleuchten können.